Einen wunderschönen guten Morgen am Dienstag, den 1. Dezember. Ja, was haben wir? Den 1. Dezember, der letzte Monat des Jahres, steht vor der Tür. Historisch oft ein guter Börsenmonat, aber jetzt kommt's. Es gibt immer wieder Aufzeichen, die sagen: Naja, wenn der November so gut gelaufen ist, dann ist der Dezember meistens schlecht. Also, wir sehen's. Die alte Regel sagt immer wieder: eigentlich es gibt in jedem Börsenmonat schlechte, schlechte, schlechte Möglichkeiten. Wir lassen uns davon nicht abhalten. Wir schauen einfach auf die Märkte. Äh, denn auch wenn wir wissen, äh, ein Januar und Februar kann ein schlechter Monat sein und die Monate von März bis Dezember ebenfalls, wissen wir auch, dass diese Monate gute äh, Chancen für gute Trades bieten können und das ist das, worauf wir schauen heute hier. Wir sehen es hinten im Blick. Die Fed ist back. Wir schauen auf Silberpreis und wir schauen auf die Ölpreise zum heutigen Dienstag und natürlich ist auch hier an dieser stelle wieder raum für fragen an dieser stelle das heißt wer mag gerne rein in die chats mit den wunschmärkten mit anmerkungen ich schaue mir das ganze sehr sehr gerne an und na ja, natürlich wie jeden morgen auch die frage sams Guys, wenn alles gut ist zeigt mir dass ihr da seid dass ich auch weiß, dass entsprechend hier an dieser Stelle Bild und Ton gut übertragen wird. Das gilt für Facebook und auch für Zoom, wo das Ganze hinläuft. Würde mich freuen, da kurz etwas zurückzubekommen. Wir machen weiter mit dem Blick auf die Rohstoffpreise hier. An, äh, nicht auf die Rohstoffpreise, auf den Risikohinweis. Ja, da war schon wieder der Geist ein Stückchen weiter. Der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann schauen wir noch auf die Tagesnachrichten hier an dieser Stelle. Und auch da wieder gute Nachrichten aus China. Ne? Das unterstützt auch ein bisschen so die Märkte. Heute HSBC Einkaufsmanager Index. Für das verarbeitende Gewerbe. Wir sehen es hier: ein Anstieg von 53,6 auf 54,9. Das ist für die Wirtschaft positiv zu sehen. 9.55 Uhr bekommen wir dann den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Ähm, kurze Zeit später gibt es dann äh, die Verbraucherpreise in der EU. Die Veränderung der Arbeitslosigkeit gibt es übrigens auch kurz vor 10. Die haben wir ja in den USA diese Woche auch noch auf der Uhr stehen. 11 Uhr gibt es die Verbraucherpreise. Aus der EU. Da dürfte sich nicht so viel tun. Ähm, viel, viel wichtiger ist das, was wirklich vorher kommt: die Einkaufsmanager-Indizes, die wir hier sehen. Das Ganze um 10.30 Uhr übrigens auch für Großbritannien. Auch da. Noch Nachrichten zum Thema Brexit. Ich habe es vorhin gelesen, als ich den Nachrichtencheck aus der Nacht gemacht habe. Möglicherweise gibt es diese Woche noch eine Einigung zum Thema Brexit zwischen, ähm, ähm, zwischen Irland. Äh, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache, ein sehr, sehr wichtiger Fakt hier an dieser Stelle, äh, weil wir wissen ja alle selbst, Großbritannien ist mit dem Thema Brexit wirtschaftlich stark unter Druck geraten und alles, was hier zu einem positiven Ausgang beitragen kann, ist an dieser Stelle auch positiv zu sehen. Also das Ganze hier am heutigen Vormittag. Nachmittag geht es dann weiter. Für diejenigen, die die kanadische Währung auch immer mal ein bisschen auf der Uhr haben, da bekommen wir das Bruttoinlandsprodukt von Kanada. Dann um 16 Uhr nimmt FED-Vorsitzender Powell ähm, Stellung und dazu passend eine Nachricht auch aus der Nacht, die gestern über die Ticker auch lief, dass die FED ähm, einige Hilfen äh, über das Jahr hinaus verlängern wird mit Blick auf März nächsten Jahres. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist das, ähm, was ich schon vermutet hatte. Das hatte ich ja in den vorangegangenen Sendungen immer mal auch erwähnt. Äh, Paul hat ja äh, sozusagen vom Wahlkampf an mehr oder weniger aufgehört, ähm, für, ähm, für, für Trump zu arbeiten. Also jetzt nicht vom Wahlkampf an sich, ne, sondern an dem Punkt, wo die Wahlen dann auch ähm, stattgefunden haben. Da hat er erstmal die Füße stillgehalten ähm, und jetzt wissen wir, wie es weitergeht und jetzt sehen wir, die Wahl ist entschieden und schon, kommt die FED mit Möglichkeiten zur Unterstützung der angeschlagenen US-Wirtschaft vor. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn Paul hat ja auch schon gesagt, wir wissen, dass es der US-Wirtschaft nicht gut geht, dass wirklich Hilfen angebracht sind und in welcher Form die kommen werden, das wird sich alles jetzt noch zeigen. Aber alleine die Nachricht, dass hier gesagt wurde, Geist, wir sind da, wir helfen euch, wir haben Möglichkeiten, wir nutzen alles, um uns hier so gut wie möglich durch die Krise zu bekommen. Das wird interessant sein. Die Märkte freut es. Sie haben diese Nachricht sehr, sehr positiv entsprechend aufgenommen. Das sehen wir auch nachher, wenn wir auf den S&P 500 einfach mal mit drauf blicken. Ne? Und dann gibt es am Abend heute noch um 18 Uhr eine Rede von EZB-Präsidentin Lagarde. Auch das immer wieder wichtig für die Dinge, die hier in der EU geschehen. Wir wissen es. Auch die EZB hat Möglichkeiten, die Krise finanziell mit äh, zu bekämpfen. Und das wird sie auch machen. Diese Stellung haben wir ja auch schon bekommen, dass die EZB hier ebenfalls mit unter die Arme entsprechend greift. Also, das läuft sozusagen damit. Und damit blicken wir jetzt einfach mal rein in das, was ich gesagt hatte: Silber, wir schauen auf Brent und wir schauen auf den SP 500. Und sehr, sehr gerne. Auch noch ähm, auf den ein oder anderen Wunschmarkt. Also Zuschauer auf Zoom und Facebook einfach rein in die Tasten. Jo, alle da? Wunderbar. Dann legen wir los hier an dieser Stelle. Wir starten mal mit Öl. Öl hatten wir ja diese Tage schon sehr, sehr häufig und ähm, wir blicken heute mal nicht auf das WTI. WTI hier oben auch mit einer, einer schönen Flaggenformation äh, und beim WTI hatte ich ja auch schon gesagt, wir haben hier durchaus das Potenzial jetzt oben Richtung 50 US-Dollar zu laufen. Ähm, das ist der Blick in WTI. Charmant finde ich allerdings das, was wir hier im Brand gerade haben. Da haben wir nämlich keine hohe Flagge als Formationsmuster, sondern wenn ich den Bildschirm groß mache, wird man es auch gleich besser erkennen, sondern wir haben hier an dieser Stelle ähm, eine, sage ich mal, mehr oder weniger leicht abwärts laufende korrektive Phase, auch genannt als Bullenflagge. Und wenn wir uns die mal kurz anschauen wollen hier an dieser Stelle, ich skizziere sie einfach mal kurz ein. Also hier. Das ist der trendige Ablauf, den wir hier an dieser Stelle haben, was so leicht nach unten läuft. Moment, so, das will ich oben hin haben. Und das ist eine ganz, ganz klassische Bullenflagge. Was ist hier an dieser Stelle interessant? Moment, da muss ich meine Linie noch umfärben. Ein gutes Anlauflevel für auch einen planbaren Ausbruch. Ne? Man muss ja immer überlegen, wann wird aus so einer bärischen Flagge ähm, eher ein, äh, sage ich mal, ein, 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 ein lang ausgedehnter korrektiver äh, Korrekturkanal. Das ist immer eine wichtige Frage. Eine, eine Flagge auf hohem Niveau, äh, beziehungsweise eine Bullenflagge, die korrigiert jetzt nicht über ewigkeiten herunter sondern die ist meistens vom zeitlichen kontext deutlich kürzer ja also. Das sind wirklich gute Level, so wie wir sie hier haben. Als Anlaufpunkt mal zu sehen, hier dieser Ausbruchsbereich um die Marke von ein bisschen über 46 US-Dollar. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant auf der Uhr zu haben. Denn wenn wir einfach mal schauen, was hier auch noch auf uns wartet. Zum einen der Ausbruch. Wenn wir nur mal den Tageschart anschauen, dann haben wir hier oben das hoch gehabt. Da ziehe ich gleich mal eine Linie drauf bei 4898. Kurzen Augenblick, das machen wir hier mal sauber. So. Also 48 98 zack da haben wir es das ist Nummer 1 ja was wir drinnen liegen haben und dann ist nämlich Platz bis oben rein, bis hier erstmal hin in diesen Wendebereich, den wir hier oben haben, hier als der Markt hier runtergekommen ist und dann diese starke Dynamik nach unten genommen hat, dass der Wendebereich um die 54,40, da ist viel, viel Potenzial, was wir hier sehen können. Und das finde ich an dieser Stelle sehr, sehr charmant. Und das ist auch das, was wir hier an dieser Stelle immer wieder gut Fürs Trading nutzen können. So, und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die untergeordnete Zeiteinheit an, nämlich den Trendverlauf der Stunde. Und da sehen wir hier im Brand sehr, sehr schön, wie der Markt sich hier so leicht nach unten schlängelt. Ich mache mal kurz hier den Zeitrahmen rein. Schaut ihr, da haben wir den Aufwärtstrend, der hier läuft, der gerade korrigiert. Und jetzt mal noch den kleineren Zeitrahmen rein. Und dann sehen wir hier, das ist die Abwärtsbewegung, die Gegenbewegung, wieder die Abwärtsbewegung. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen was Grünes. Und da kommt es halt wirklich drauf an, wie sich das Ganze jetzt in seiner Formation ausgestaltet. Das heißt. Wir sehen, wenn wir hier jetzt beispielsweise direkt oben drüber laufen würden, das wäre ein starkes Zeichen, denn da sehen wir, der Markt läuft nicht mal mehr runter bis zum alten Ausbruchsniveau, sondern federt viel, viel früher ab. Ja, und das heißt, an dieser Stelle sollte es der Markt tatsächlich schaffen, hier oben drüber zu laufen, also hier über dieses Level hier, dann haben wir im Kleinen wartet mal einen Moment. Ich skizziere euch das mal ganz kurz aus. Dann haben wir einen kleinen Aufwärtstrend und dann haben wir gut die Chance, ähm, oben mit wegzulaufen. Und bevor ich jetzt hier das Zeichentool anmache, muss ich mal kurz mit der Flagge noch hier hochgehen. So, dahin. Auf die, naja, ein bisschen über 48,30. 48,35. Das ist wichtig, weil da wird der Abwärtstrend beendet. Und diesen Abwärtstrend, den brauchen wir ja ähm, zur Beurteilung der Lage. Das heißt, an dieser Stelle, wenn wir hier mal schön das Ganze sehen, schaut mal das hier. Ist momentan mehr oder weniger der korrektive Abwärtstrend. Ne? Hier liegt es schön nach unten hin, dann in die Korrektur, dann nochmal ein neues Tief, jetzt nach oben. Und wenn wir jetzt aus diesem Schub hier unten einen Aufwärtstrend bekommen, ne? also hier jetzt kein tieferes Tief machen, beziehungsweise mal nicht hier unten drunter fallen und dann nach oben drehen, dann haben wir den Aufwärtstrend und der, wenn er dann über dieses Level hier drüben läuft, also wenn er Quasi hier über, diesen, über diese 48, 35 läuft, ist der Aufwärtstrend auch raus. Damit wäre auch bestätigt, dass wir mit einem Aufwärtstrend aus der Flagge ausbrechen und den korrektiven Abwärtstrend beenden. Und dann, wie schon gesagt, nächster Anlaufpunkt kurzfristig erstmal das Zwischenhoch bei knapp 49. Und dann hat der Markt wirklich schön. Das Potenzial zur Oberseite hin. Ne? Das wäre wirklich der Punkt. Wichtig an dieser Stelle ist natürlich, dass wir hier kein neues Zwischentief schreiben, denn dann wäre das einfach nur der Fortgang der Korrektur, Ausbau sozusagen hier innerhalb der korrektiven Flagge hier in Richtung 4609. Das, der Blick in das Brand. Ne? ICE, Brand Crude Oil hier genannt, Brand das Kürzel, das Ganze mal auf der Uhr genommen. Neben dem WTI. Ne? Wir haben ja genug zum Traden. Können wir uns ja schön aussuchen. So, das wäre das eine. Nummer zwei, mein Top-Thema im heutigen Blogbeitrag auch zu den entsprechenden Handelsideen, ist Silber. Ich hatte es geschrieben, Silber im Sog vom Gold. Und wenn wir uns Gold mal anschauen, ganz kurz, ich nehme das nochmal äh, zur Re Relevanz mit hoch hier. Gold auch im Tageschat. Gold ist schon deutlich weiter gefallen, als das Silber getan hat. Ja? Und deswegen habe ich <laughs> geschrieben. Silber im Sog vom Gold. Äh, wenn Silber den ganzen Spaß nachmacht, den Gold vorgemacht hat, ist im Silber noch ordentlich Potenzial zur Chartunterseite. Und das Ganze sehen wir hier, weil Silber hat ja manchmal so einen Nachholeffekt. Ne? Erst rennt Gold vor, dann rennt Silber hinterher. Das würde mich jetzt hier an dieser Stelle nicht wundern. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, auf Basis des Tagescharts, dann sehen wir momentan die ganzen Linien hier untergeordnet, die brauchen wir noch. Aber ich äh, lösche die mal ganz kurz raus, damit wir hier äh, das Bild ein bisschen sauberer sehen. An dieser Stelle das ist jetzt natürlich sehr, sehr speziell zu sehen, denn wenn wir uns diesen Tageschart mal anschauen, dann sehen wir hier im größeren Bild ist der Abwärtstrend ja auch vorhanden. Ja, wir haben jetzt hier zwischendrin nur vorher ein kleines ähm, höheres Tief gehabt, hier bei 21,88. Das Trendtief hier mit diesem rot-groß gekennzeichneten ähm, 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 Markt haben wir unten die 21,65. So, und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, denn ähm, wir sind hier unten in diesem Supportbereich zwischen 21,88 und 21,65 umgedreht und haben hier gestern deutlich Kaufstärke reinbekommen. Und das ist jetzt aus Sicht dieses Abwärtstrends hier sehr interessant, weil wir hatten eine weite Überdehnung der Bewegung. Das sieht man, wie lang dieser Bewegungsarm ist im Vergleich zu diesem Korrekturarm. Heißt also, wir haben hier durchaus Korrekturpotenzial. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir hier wieder rumdrehen, haben wir halt das Potenzial zur Unterseite auch da. Erstmal im Kleinen zu 21,88, was das Tagestief von gestern gewesen ist. Danach das Zwischentief hier bei 21,65. Und wenn dieses Tief ebenfalls rausgenommen wird, also wenn hier das Gleiche passiert wie im Gold, und das ist ja das, wo unsere Wahrscheinlichkeiten auch zu suchen ist, dann ist der Weg nach unten offen. Nächster Anlaufpunkt mal hier. Ich muss das jetzt an dieser Stelle mal ein bisschen kleiner raffen. Wäre, schaut mal hier, dieses Ausbruchlevel, was wir hier unten haben. Dieses Level hier, als wir darüber gegangen sind. Das hier, die Marke von 18,90 bis 19 Dollar. Da ist nichts dazwischen, was auffällt hier auf Tagesbasis. Und das ist wirklich das große Potenzial, dass wir haben möglicherweise im Silber einen genauso starken Rutsch noch vor uns, wie wir das im Gold gesehen haben. Diese Chance muss man sich nicht unbedingt entgehen lassen. Und deswegen ähm, wissen ja diejenigen, die hier schon öfter zuschauen, was der Seidel jetzt macht. Der Seidel guckt sich einfach an, wann es Zeit wird, die Shortseite zu begehen. Denn. In der Korrektur haben wir natürlich noch ein bisschen Potenzial nach oben. Wenn wir da alleine den Verlauf des Tagescharts mal sehen, dann können wir hier schon zwei Level eruieren. Nummer 1 hier oben die 24.50, Nummer 2 etwas drüber über 25 US-Dollar. Das ist Nummer 1. Aber ich persönlich. Gehe davon aus, dass wenn der Markt mit Schwäche wieder irgendwann rumdreht, dass wir gar nicht erst hier oben in die Level raus reingehen. Das wäre dann nämlich schon eine sehr, sehr weit gelaufene Korrektur. Und dann stellt sich wirklich die Frage, ob der Markt tatsächlich noch die Kraft hat, hier unten durchzuschieben oder nicht. Drehen wir aber früher um, dann ist das Ganze hochinteressant, weil dann haben wir genau die Voraussetzung, dass es nur ein kurzes Durchatmen gab und dann zack es zu weiteren Gewinnmitnahmen bzw. Verkäufen kommt. Und das ist das Interessante. Und das ist genau der Punkt, warum ich hier dann regelmäßig auch in die kleineren Zeiteinheiten umschalte. Denn... Da sehen wir, was hier los ist. Ich habe das im Blogbeitrag geschrieben. Wichtig zu sehen ist mal, was hier in diesem Widerstandsbereich passiert. Das war der ehemalige Widerstand bei 22,58. Das war das Zwischentief hier, das Verkaufslevel. Da sind wir jetzt drüber gegangen. Und da stellt sich jetzt die Frage, wo finden wir den nächsten Haltepunkt? Und da sehen wir hier oben auf der Chartoberseite den Bereich hier drüben. Warte, ich skizziere das mal ganz kurz auf, den wir hier haben. Also hier, schaut mal. Dieses Level bzw. dieses Level hier knapp oben drüber, grob um den Bereich 23 bis 23,10, das sind Drehlevel. Ja, da hat der Markt sozusagen hier nach oben gedreht und hier wieder nach unten gedreht. Das ist interessant, deswegen hier die Linie bei 23,09 bis 23,10. Das ist dieser Drehbereich, den wir hier haben. Wenn wir dort schon rumdrehen sollten, wäre das sehr, sehr interessant. Ne? Das ist Nummer eins. Aber Nummer zwei ähm, ist so die Tatsache, ich habe ja gesagt, Luft bis oben hin ist alle Male. Aber interessant zu sehen ist es halt, was der Markt an diesen relevanten Korrekturhochs macht. Und da haben wir halt mit Blick in den 4-Stunden-Chart nicht nur die hier oben, die ich im Tageschart genannt habe, also einmal hier äh, und einmal hier, sondern wir sehen auch zwischendrin noch etwas. Und das sind wirklich die interessanten Marker hier für die Gegenbewegung an dieser Stelle, nämlich die Anlauflevel hier da oben bei 23,50 und hier ein Stückchen höher in diesem Drehbereich, den wir hier so haben, ne, Da sehen wir ja diese Stellen hier, äh, wo der Markt relevant äh, beachtet hat. Das Ganze, die Marke von 23,85. Das ist interessant, weil hier an dieser Stelle haben sich halt deutlich mehr Verkäufer gefunden. Deswegen ging es ja dann auch deutlich abwärts. Hier beim ersten Mal war es ein Haltepunkt hier ebenfalls und dann kam der Kursrutsch. Deshalb ist das ein doch recht interessantes Verkaufslevel. Also da sind Marker drin, die durchaus relevant sind, die wir zum einen als Anlaufpunkte für die korrektive Phase nehmen können. Und zum zweiten können wir diese Level auch sehr, sehr gut dazu nutzen, zu schauen, wann dreht der Markt denn rum. Und dazu ja, nutzen wir einfach die kleinere Zeiteinheit. Das heißt, wir wissen ja, der Tag ist abwärts gerichtet äh, und wenn die Stunde bzw. der Vier-Stunden-Chart äh, in seiner Abwärtsrichtung auch wieder rumdreht, dann wird es Zeit, die untere Richtung einzuschlagen. Und das ist dann der Punkt, wenn der Seite Drei Zeiteinheiten kombiniert und da schauen wir jetzt einfach mal hier in die 15 Minuten rein, äh, um das Ganze uns mal anzuschauen und da sehen wir hier natürlich an dieser Stelle sehr, sehr schön den Trendverlauf in den 15 Minuten. Wartet mal, ich mache das mal groß. Hier an dieser Stelle und das sehen wir im großen Rahmen halt wirklich. Wir haben hier fallende Hochs und fallende Tiefs, das heißt durchaus einen abwärts gerichteten Markt. Das, was wir hier laufen, sehen momentan, das ist die korrektive Phase. Und wenn die zu Ende geht, heißt also, wenn dieser Trend, den wir hier nach oben haben, gebrochen wird, dann wird es interessant, die Unterseite anzuschauen. Und da sehen wir hier in den 15 Minuten auch schon relativ gut, warum beispielsweise hier die 23.10, in etwa 23,09 bis 23.10, warum das so ein interessantes Level ist, denn da ist hier einiges an Action gewesen in diesem Bereich, das man auf der Uhr haben sollte. Das ist Nummer 1 und Nummer 2. Jetzt muss ich es nochmal kurz zusammenraffen. Wir sehen hier in den 15 Minuten auch, wie wichtig dieses Level hier oben ist. Ne? Das ist wirklich ein gutes, gutes Widerstandslevel. Und das sind die zwei Marken, die ich hier wirklich zuerst auf der Uhr habe. Und je früher der Markt hier rumdreht, umso bärischer ist das Ganze zu sehen. Das heißt, bitte auf diesen Aufwärtstrend hier schauen. Wenn der bricht, haben wir die Unterseite da. Und für die ganz, ganz, kurzfristigen Trader, die sich jetzt auch gar nicht auf die Lauer legen wollen und sagen, okay, wir müssen jetzt runterfallen auf die alten Tiefs im Tagesschatz, sondern wir nehmen uns nur mal ein Stückchen raus äh, auf der Reise nach unten hier zum Tagestief von gestern. Kein Problem. Wir haben genug da. Ne? Neben dem Level, was wir hier unten haben, um die 22,58 haben wir hier dieses Umdrehlevel, als wir durchgestartet sind in die Korrektur bei 22, knapp 30. Und dann haben wir hier unten noch ein Zwischentief um die Marke hier, der Drehbereich auch da, knapp 22. Warum nicht? Hä? Funktioniert immer wieder gut im Trading, solche Anhaltspunkte zu haben. Das für die Tradeplanung mit Blick auf den Silberchart. So, was haben wir vergessen? Den SP 500, ja? So, und dann haben wir auch noch ein paar Fragen. Hier zum Euro-Türkische Lira. Uh, klasse, freue ich mich. Äh, und dann, ähm, Guys, ihr macht mir immer mehr Freude. Wir schauen auch mal auf andere Indizes. Hier heute der Blick auf den Fuzzi 100 und das Währungspaar Kandler Japanischer Yen. Also jetzt kommt erstmal der S&P 500. An dieser Stelle äh, bei Zoom ist es heute recht ruhig. Ich hoffe, man kann mich sehen und hören. Gebt mir bitte mal kurz ein Lebenszeichen, äh, damit ich das weiß, dass dort alles durchkommt. Ähm, wir schauen jetzt in der Zwischenzeit auf den S&P 500. So, kleinen Augenblick. US hier, da ist er, da unten. Ich wollte nicht den Dow nehmen. Mir gefällt der S&P viel viel besser. Warum? Zeige ich euch ganz kurz. Im Dau haben wir einen Trendkanal nach unten und hier oben nur immer so leicht angelupfte Hochs. Das gefällt mir charttechnisch nicht so gut. Da gefällt mir der SP 500 deutlich, deutlich besser. Denn hier haben wir zwar auch noch nicht steigende Hochs an dieser Stelle, aber wir korrigieren nach dem letzten Anlupfen hier dieses knapp unter allzeit hoch. Wir haben hier eine hohe Flagge. Und das ist interessant, das ist ein Verharren auf hohem Niveau und das gefällt mir deutlich besser als ein Abverkauf durch die Unterseite. Also, ich meine, man kann jetzt im Down nicht von einem Abverkauf sprechen, ja, aber es ist immerhin sehr sehr interessant zu sehen, was hier los ist und schaut euch das mal an. Hier oben haben wir den schönen Seitwärtslauf, ne? Und ich meine, wenn wir uns diesen Chart jetzt mal anschauen, wir stehen hier kurz unterm Allzeithoch und guckt euch mal diese Wochenkerze an, ja? Die sieht klasse aus. Das ist ein schönes bullisches Zeichen. Was mir jetzt noch fehlt, ist wirklich der Ausbruch oben drüber und hier das Allzeithoch aus dem Markt zu nehmen. Allzeithoch haben wir hier bei 3674 Zählern. Da oben, das ist das Allzeithoch und da verharrt die Flagge drunter. Und das ist eines meiner Lieblingskursmuster, wenn wir unter so einem wichtigen, sag ich mal, Hoch ähm, nicht gleich einfach ritt, oben durchgehen, sondern wenn wir hier Oben so ein bisschen kontrahieren, abnehmende Kontraktionsgrößen. Äh, der ein oder andere äh, Analyst hier aus technischer Seite, der wird sich sagen, Seidel, Mensch, da haben wir doch auch ein Dreieck. Ich sage, jawohl, da haben wir ein Dreieck hier. Ich ziehe die Linie einfach mal kurz drunter. Hier unten sehen wir ähm, diese steigenden, diese steigenden äh, Tiefs hier unten. Das ist eine Dreiecksformation, die man hier hat äh, in diesem Punkt. Und hier oben ist sozusagen der Deckel drauf, beziehungsweise man hat hier momentan eine leicht abfallende Oberseite. Also rum wie nun kann man drehen, wie man möchte. Ähm, von der Seite her, also, das ist schon recht bullisch zu sehen. Hier natürlich gibt es immer die Gefahr, dass wir nach unten abprallen. Das heißt, wenn wir tatsächlich hier unten unter das Zwischentief rauslaufen, also die Phase nach unten eher aussetzen, äh, die, die, die Aufwärtsphase, ja, natürlich, dann steht hier das Zwischentief von gestern bei um die 3000. Ähm, was haben wir hier drin? 3500 und drei, nein, das ist das Tief. 3.594 Zähler, also hier unten und dann natürlich die Swinglos hier unten. Also hier 3.544 Zähler beziehungsweise hier unten die 3.510, 3.511. Das ist da, das kann passieren, das können die kurzfristigen Trader auch sehr sehr schön auf der Uhr haben. Das sieht man auch gut im äh, Start äh, im, im Zeitrahmen hier des Stundencharts, wenn ich da mal die Trends rausnehme, die Trenderkennung sieht man es ganz gut. Also hier schön auch leicht korrektive Flagge kann man hier sagen nach unten. Ne? Jetzt der Ausbruch und das wäre jetzt wirklich das bullische Szenario, wenn wir hier oben drüber laufen sollten an dieser Stelle. Also hier oben über das Zwischenhoch, was wir da haben. Das wäre der Ausbruch nach oben raus. Also hier über dieses Hoch da oben drüber. Verharren auf relativ hohem Niveau, hier schön dynamisch nach oben. Jetzt die Korrektur, wenn das dann wieder aufgekauft wird, ohne tief zu korrigieren, das wäre wirklich ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Ansonsten, wie schon gesagt, die Unterseite haben wir da, hier unten, ähm, ja, dieser Bereich knapp zwischen ähm, 3.610 und 3.600 Punkten. Das ist natürlich Auffanglevel auf alle Fälle, dass man dort auf der Uhr hat. Ähm, das könnte ein nächster Anlaufpunkt zur Unterseite hin sein. Schwierig wird es dann, wenn wir deutlich drunter laufen. Ja, dann kommen die tieferen Level natürlich rein. Ähm, das ist hier nicht ganz so relevant jetzt in der kurzfristigen Betrachtung. Also das würde das bullische Bild komplett umkehren. Aber ich habe ja gerade gesagt für die kurzfristigen Trader, die day -Trader sozusagen, die sich sagen, okay, wir haben ja jetzt hier oben eine Umkehrformation, hier eine Stundenkerze im Abverkauf und hier eins, zwei, drei, vier weitere Kerzen, die eher mit fallenden Tiefs glänzen, ja, ähm, dass man sich die Korrektur mal anschaut. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wir nehmen einfach diese Linie hier nach oben mal rein und gehen damit in den 5-Minuten-Chart. Und da sehen wir sehr, sehr schön den Trendverlauf, den wir hier haben. Schaut mal, das ist schön der Aufwärtstrend, der hier nach oben läuft. Und da müssen wir einfach mal sehen, an welcher Stelle wird das Ganze jetzt interessant. Und da schaue ich lieber noch ein bisschen kleiner hier rein. Also das, was wir gerade hier im Größeren gesehen haben, ist für mich natürlich die Hauptrichtung. Und ich habe auch schon gesehen, dass dieser Bereich, den wir hier unten haben, dieses Level hier, um die 3650 Punkte, dass das schon ein Auffanglevel ist, aber, und das ist das Aber, wenn wir hier drunter brechen, dann können wir uns zur Unterseite hin orientieren und die kurzfristigen Level, die wir dann nach unten finden, das ist hier mal dieser Drehbereich hier drüben als Auffangbereich, knapp. 3645 bis 50, Nummer 1. Nummer 2 haben wir hier den Fortgang über diesen Hochbereich. Das könnte interessant sein hier. Diese 3635. Dazwischen gibt es hier auch noch einen Auffangpunkt. Auch hier schönes Kauflevel bei 3640 Zählern. Also da ist wirklich viel, viel da. Und dann haben wir noch das Tief hier unten. Am ähm, aktuellen korrektur -Tief dieses dicker eingezeichneten Trends, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen raus, das ist das Level unten um die 3627 bis 30. Diese Punktezahlen sind da für die korrektiven Phase, aber es wird sich alles entscheiden hier in diesem Bereich, bricht das Level oder hält es. Wenn es hält, dann können wir schön schauen, was oben passiert, dann kann man gut und gerne auch davon ausgehen, dass der Markt das Ganze positiv spielt? Fallen wir erst einmal unten drunter? Gut, dann müssen wir den Weg hier an dieser Stelle zur Unterseite ziehen. Das der Blick in den SP 500. Kurz hier nochmal schnell zu zeigen, den, äh, den australischen Aktienindex, den wir gestern hatten. Da wollte ich nur nochmal, äh, das habe ich natürlich weiter auf der Uhr, aber diesen Fortlauf hier ansehen. Schaut mal hier, da haben wir sozusagen diese Flackenformation und jetzt haben wir hier das erste höhere Tief an dieser Stelle gehabt und wenn sich das ganze dann nach oben fortsetzt, schaut mal hier der Abwärtstrend ist rausgenommen und jetzt haben wir hier so eine Flackenformation und wenn die nach oben ausreißt, dann haben wir gute Chancen hier bei Werten über 6612 das haben wir hier oben 17, in etwa ist das hoch. Dort drüber, dann haben wir in der Stunde wieder den Aufwärtstrend und das können wir dann nutzen, um die Longseite zu bespielen im australischen Aktienindex. Also haltet das auf der Uhr. Wir haben dort ein schönes Potenzial von gut 9%, alleine bis zum Allzeithoch. Das könnte was gehen hä? und ähm, das Ganze durchaus für eine schöne Portfoliostreuung auf der Uhr zu haben so und dann gehen wir mal zu den Wunschmärkten ich fange mal an mit Euro-Türkische Lira mache dann weiter mit den kan dollar japanischen Yen und dann schauen wir uns mal noch den äh, Aktienmarkt in Großbritannien an also zunächst das Währungspaar Euro-Türkische Lira jetzt muss ich noch mal schauen ob ich das noch regulär offen habe nee habe ich nicht das heißt machen wir mal kurz Steuerung und M und dann schauen wir hier mal auf das Währungspaar Euro, türkische Lira. Hier neues Chartfenster auf. Machen wir das wieder zu. So, gut. Also, auf geht die Reise hier. Auch hier mache ich mal ganz flott noch den Passivmodus an. Zack, so. Wir wollen ja jetzt nur das sehen, was wir wirklich auch brauchen. Und dann nehmen wir hier mal ganz kurz. Die Sachen auch raus. So, jetzt haben wir einen schönen, sauberen Chart. Schauen uns das Ganze auf Tagesbasis an. Jo, und das muss ich sagen, sieht momentan wieder sehr, sehr stark danach aus, dass der Markt nach oben möchte. Wie komme ich drauf? Passt auf. Nummer 1, das Level, was wir hier haben, ist ein Support-Level. Warum? Das zeige ich gleich. Dieses Support-Level kommt da zustande. Hier drüben war es sozusagen der Widerstand. Wir haben, Moment, das skizziere ich einfach mal hier. Wir haben hier eine. Bullische Flagge sozusagen, äh, eine, eine, ein bullisches Dreieck gehabt, schön nach oben gelaufen. Dann sind wir hier über dieses Level ausgebrochen, haben es getestet, sind hochgelaufen. Jetzt sind wir hier wieder drauf gelaufen und gehen jetzt dort nach oben rein. Das ist das, was hier an dieser Stelle momentan sehr, sehr, sehr wichtig ist. So und das Zweite, was wir an diesem Punkt haben, ist der Sachverhalt, ähm, dass wir jetzt hier im kleinen Maße, schaut euch das mal an, hier, das ist der Abwärtstrend, der korrektive Abwärtstrend, der ist dann entsprechend jetzt mittlerweile rausgenommen worden und der Markt korrigierte hier in so einer Art, naja, auch bullischer Flagge, bricht jetzt aus und das ist das Interessante. Wenn wir jetzt hier oben drüber laufen, kommt es zur Trendbildung auf Tagesbasis, dann haben wir den nächsten Aufwärtstrend und dann können wir uns hier oben zum Hochrichtung 10, 26 in etwa aufmachen. Das heißt, das, was für uns jetzt Tatsächlich interessantes ist, ist hier dieser Ausbruch aus dieser Flaggenformation. Und wenn wir uns das mal ganz kurz hier im 4-Stunden-Chart anschauen wollen, ähm, dann sehen wir das Ganze hier. Das war die korrektive Abwärtsphase, die wir hatten. Die ist rausgenommen worden. Hier die Flagge, da sehen wir auch den korrektiven Abwärtstrend hier an dieser Stelle. Jetzt brechen wir darüber hinaus. Und wenn sich das Ganze trendig auch schön nach oben fortsetzt, wäre das sehr, sehr interessant zu sehen. Wichtig ist, was passiert hier oben? Denn das, was wir dort oben sehen, ist im kleinen Bereich ein Widerstandslevel. Warum ist es ein Widerstandslevel? Hier hat sich der Abwärtstrend gebildet. Ne? erster Schub nach unten, Gegenbewegung, Abwärtstrendbildung. Deswegen das Level hier um äh, ganz grob den Bereich 9,55 9,50 bis 9,55. Das ist ein Widerstand. Und wenn der Markt dieses Widerstandslevel rausnimmt, ist das ein sehr sehr bullisches Zeichen, damit wir uns hier wieder zur Oberseite begeben können. Das. In meinen Augen sehr, sehr interessant. Vielen Dank an dieser Stelle für diese Nachfrage. So, das wäre Nummer 1. Und Nummer 2 bei den Währungen, die wir jetzt noch auf, das, auf der Uhr haben, ist das Währungspaar ähm, kanadischer Dollar, japanischer Yen. So, Moment, da muss ich das mal kurz ein Stückchen zurückschieben. Kann Dollar JPY, da ist er. So, hier, Stundenchart steht schön an einem wichtigen Level, sehen wir schon, aber wir machen die große Lage mal wieder äh, hier an dieser Stelle ähm, relevant und da sehen wir hier, was im Tageschart auch interessant ist. Und zwar allein die Tatsache, ähm, dass wir hier jetzt wieder in einem kleinen Aufwärtstrend äh, verharren, ist doch positiv zu sehen. Was wir hier allerdings beachten müssen an dieser Stelle, ähm, ist die Tatsache, dass wir weiterhin innerhalb einer Trading Range uns befinden. Da, die, die beiden Marker habe ich gerade mal angesetzt, also Oberseite 81,5, unterer Auffangbereich hier um die 78,45 an dieser Stelle. Ja. Ähm, das sind die großen Marken. Unten abgeprallt, oben abgeprallt. Jetzt sind wir im Median und da ist es wichtig zu sehen, was ist denn hier passiert. Und wenn wir uns das Level mal kurz anschauen wollen, wo wir gerade verharren, da sehen wir, das sind so mehr oder weniger Drehpunkte, die wir hier gehabt haben, ähm, wo es drüber gegangen ist. Oder drunter gegangen ist. Das heißt, das Level hier ist interessant. Und wenn wir jetzt drüber hinauslaufen, dann haben wir gute Chancen, tatsächlich Richtung 81 oder in die 81,50 oben reinzulaufen, in das Widerstandslevel. Das ist also sehr, sehr interessant. Und der kleine Aufwärtstrend, der hier da ist, findet hier oben halt auch Bestätigung. Ja, und das ist das Level, was wirklich schön und wichtig ist. Das heißt, auch hier, ich skizziere es mal ganz kurz, schaut mal hier, das ist der Aufwärtstrend, den wir jetzt hier haben. Und wir haben halt in diesem Maße. Auch innerhalb der Range jetzt die Situation dass wir hier einen Aufwärtstrend haben, der tief korrigiert ist, dann bildet sich jetzt der nächste Aufwärtstrend und damit stehen zumindest mal die Chancen relativ gut, dass wir oben reinlaufen hier in dieses Level am Widerstandsniveau. Sollten wir das rausnehmen, wäre das natürlich auch sehr interessant. Dann sehen wir an dieser Stelle noch weitere Kursziele. Das wäre einmal hier oben die knapp 81,90 ja und dann oben schon der Bereich hier um die 84, knapp 63. Da ist es noch nicht so weit. Ich habe das auch weiter auf dem Auge und wenn wir es schaffen, ähm, das ganze hier in den Morning Briefings mit zu beleuchten, kommt es auch rein. Möglicherweise wird es auch ein Setup direkt mal, ähm, was wir hier in den Blockvertrag mit reinschreiben. Aber hier interessant zu sehen, was nach oben hin passiert. Zur Unterseite hin, das muss man natürlich auch ein bisschen auf der Uhr haben. Wenn hier in diesem Drehbereich wieder Schwäche reinkommt, Kurse unter dem Zwischentief bei knapp 79, 86 sprechen dann dafür, dass man erstmal wieder die Unterseite anlaufen und da haben wir hier unten dieses Zwischentief um die ja ganz knapp 79, 25, 26. Hier und was wir da haben, also hier, dieser Bereich, ist es sogar die 7920. Also, das sollten wir dort sehen. Auf der Unterseite spannender Bereich hier, etwas über dem Median der Range. Gut gesehen, sehr schön, danke für die Frage und damit schauen wir jetzt mal ähm, im Rahmen auch der Brexit-Verhandlungen auf den ähm, Aktienindex, den FUZI 100. Ich muss mir jetzt mal ganz kurz raussuchen, hier UK 100 ist das Kürzel, äh, was wir hier an dieser Stelle haben und hier der Blick ja, in den Tag und das ist in meinen Augen äh, momentan auch wieder ganz, ganz großes Kino, was wir hier haben, denn... Auch das, schaut euch mal an, wo wir hier verharren. Da oben war ein Gap. Das ist mittlerweile geschlossen. Das ist also ein Widerstandsbereich. Ne? Hier der Schluss definitiv da an dieser Stelle. Hier sind wir definitiv wieder oben reingelaufen und prallen jetzt erst einmal davon oben ab. Wir sind aber mit einer schön starken, dynamischen Bewegung nach oben gelaufen. Ist auch ganz leicht getrendet, aber das ist zu klein, um das Ganze hier zu sehen. Deswegen mal kurz der Blick in die Woche, damit es ein bisschen ruhiger wird. Hier sehen wir es. Schaut mal auf der Wochenbasis. Was sehen wir da? Schön den ersten Aufwärtsschub weit in die Korrektur. Gelaufen hier unten rein, hier schön unten durch. Und dann tatsächlich der Schub wieder oben rein und wieder gedreht hier in diesem wichtigen Kurslevel oben um die Marke von 6500 Punkten. Und da wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant, wie es weitergeht. Wir schalten mal zurück in den Tageschart, denn hier, wenn es zu einer Ausweitung in die Chart-Unterseite kommt, das heißt hier unten drunter, wenn dieses Level um die äh, 6.250 Punkte-Marke abverkauft wird, ja, dann müssen wir erstmal mal sehen, wo Aufhaltspunkte sind. Charttechnisch wäre es mal interessant hier, als wir in etwa hier den Trend rausgenommen haben. Das war das erste interessante Level ähm, und ein weiteres Level, was für mich im Kleinen interessant ist, ist das, was wir hier haben, ähm, als wir hier äh, so, sage ich mal, diese dieses leichte innehalten während dieser Phase hier unten gehabt haben. Ähm, das heißt hier Moment. Einmal zeichnen bitte hier so diese diese leichte Phase, wo wir mal über zwei Tage nicht wirklich deutlich nach oben gekommen sind, wo wir so ein bisschen gehalten haben. Das war halt auch ein Level, als wir hier drüben. Wartet mal, ich mache das mal ein bisschen größer. Ich glaube, das kann man da besser sehen. Dieses Level, was wir hier haben, schaut mal, das ist auch in etwa dieses Drehlevel hier gewesen. Das ist ein bisschen unsauber zu erkennen. Mit ein bisschen Erfahrung erkennt man sowas besser. Aber das ist halt ein Drehbereich, den wir hier haben, so um die Marke von 5850 bis 5880 hier an dieser Stelle. Das Drehlevel, das ist so ein vorhanden Als sie uns davon richtig gelöst haben, das sehen wir auch, das war diese starke Dynamikkerze nach oben. Ähm, das ist halt ein nächstes Level, was wir dann als Auffangpunkt haben, beziehungsweise hier der Ausbruch sozusagen oben rauf. Also diese Marke um die 5930 bis hier unten 5875 in etwa. Das ist interessant, sollten wir tatsächlich tief reinlaufen. Und da haben wir jetzt halt wirklich aktuell das Support-Level hier oben in diesem Bereich und da wird sich jetzt entscheiden, ob wir in die tiefere Korrektur reinlaufen oder ob wir hier schön den Schub nach oben mitnehmen können und das Zwischenhoch oben rausnehmen. Also hier diese Latte oben wegnehmen, dass das Ganze wegfliegt und dann haben wir relativ gut die Chance sozusagen, dass wir hier, wenn ich es nochmal kleiner zusammenraffe diesen ehemaligen Verkaufsbereich als wirklich ehemaliger Verkaufsbereich sein zu lassen. Momentan ist das ja immer noch. Und dann den Weg nach oben aufzugehen. Und das, das nächste Level, was wir dann auf der Oberseite sehen können, schaut mal, dass ist hier dieser der ehemalige Verkaufsbereich oder dieser Verkaufsbereich hier oben. Dieses Level um die Marke von knapp 7200 Punkten. Interessant, wie ich finde, sehr, sehr schöner Chart. Das zum ja, britischen. Aktienmarkt. Dann sage ich an dieser Stelle wieder ganz lieben Dank fürs Zuschauen. War mir eine Freude. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Trading-Dienstag und wir sehen uns morgen wie immer um 8.30 Uhr live zur Besprechung der Märkte. Ich freue mich drauf und dann danke auch fürs Weiterempfehlen. Und tschüss, bye bye und gute Trades.